das erste Mal richtig Cosplay und dann direkt die eigene Scout Trooper Rüstung bauen? Nicht so einfach, aber hey, man gönnt sich ja sonst nichts. Ich habe mir gedacht, für den Anfang Scout Trooper, beste Rüstung, die es gibt. Nur, dass der Anfang jetzt so schwer werden würde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also man sagt ja immer, alle Anfänge schwer, super schwer. Das soll uns natürlich nicht davon abhalten zu starten, aber ist natürlich trotzdem etwas, was man vielleicht mal erwähnen sollte. Es gibt ja insgesamt tausende Tutorials auf YouTube, wie man mit Cosplay anfängt und insgesamt sind diese Tutorials auch alle sehr gut. Aber das Problem ist, dass man natürlich trotzdem mal überlegen muss, wo man anfängt. Ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit. Vielleicht wolltet ihr auch gerade mit Cosplay anfangen. Das heißt, ihr wollt jetzt gerade euer eigenes Cosplay mal machen. Oh, geil und so. Die nächste Comic-Con wartet schon, aber ihr habt keine Ahnung, wo ihr anfangen sollt. Und dann bin ich natürlich für euch da, der überhaupt keine Ahnung hat. Und so ging es mir genauso. Die nächste Comic-Con kommt und da muss man ja irgendwann mal jetzt gucken, dass man vielleicht mal auch was Eigenes auf die Beine stellt. Wo fängt man jetzt an? Ich habe erstmal mir überlegt, dass die Pattern selber zu erstellen schon für den Anfang recht schwer ist. Deswegen würde ich eigentlich das so machen wollen, dass ich mir die Pattern mal besorge. Gerade im Star Wars Bereich, da gibt es ja unzählige Rüstungen, die schon seit Äonen von Jahren existieren. Und da habe ich mir gedacht, hey, das ist doch schon mal ein guter Ausgangspunkt, weil diese ganzen Patterns kann man sich ja besorgen. Für den Anfang haben wir sowieso schon voll viele Arbeitsschritte, die wir nachher abarbeiten müssen. Und deswegen wäre es vielleicht ja schlau zu sagen, hey, okay, die Patterns jetzt noch schon mal selber zu erstellen. Da gibt es ja so gewisse Tricks, wie man es ja heutzutage macht, so mit körpermäßigen Einzeichnen und Einkleben des Körpers und so. Aber ist ja vielleicht schon auch ein bisschen crazy, ne? Für einen Starter wie mich, sag ich. Dann habe ich mir natürlich Patterns für die einzelnen Rüstungsteile besorgt. Das macht auf jeden Fall schon mal Sinn für mich, weil jetzt brauche ich die nur noch ausdrucken und ausschneiden und dann habe ich dann quasi die Patterns für mein Material, dass ich die halt später bearbeiten kann. Und da sind wir auch schon beim Material. Viele arbeiten ja mit dem 3D-Drucker, aber meiner Meinung nach ist das cool, kann man machen und ich glaube, das würde auch sehr, sehr viel Spaß machen dann mit dem 3D-Drucker, die ganzen Dateien zu erstellen, das auszudrucken und das dann umzuarbeiten. Für welches Material habe ich mich jetzt entschieden, alles mit EVA-Form zu machen, mehr oder weniger eine gute, solide, gängige Praxis ist. Für den Anfang ganz cool, dann mit EVA-Form einzusteigen und ich glaube, damit kann man auch jetzt nichts falsch machen. Also die ersten Schritte mit EVA-Form gingen relativ leicht von der Hand. Es lässt sich gut schneiden mit einem Teppichmesser und an sich ist es eigentlich ein voll das coole Material, mit dem man auch gut arbeiten kann. Also für mich als Einsteiger würde ich auf jeden Fall sagen, EVA-Form macht schon richtig Bock. Und deswegen bin ich auch guter Dinge, dass man das auch irgendwie am Ende hinbekommt. Also wo habe ich angefangen? Habe ich mir natürlich einen schönen Drehbel bestellt. Kannst du richtig schön den EVA-Foam damit bearbeiten. Und einen Heißluftfilm brauchen wir auch, weil sonst können wir den ganzen EVA-Schaum ja hier nicht vernünftig in Form bringen. Und dann kannst du aber eigentlich auch schon losgehen, ne, wenn ihr eine Schneidematte und einen Cutter habt. Insgesamt ist der Start halt eigentlich relativ überschaubar. Dann ging es aber auch schon los mit den ersten Problemen. Wo gab es Probleme? Die Ausrüstung, die ich mir bestellt habe, insgesamt alles solide. Solide Dremel, solide Heißluftföhne, solide Cutter. Aber das Ding ist, wenn man an Scout Trooper oder Stormtrooper Rüstung arbeitet, muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Denn viele Sachen müssen ja auf den gewünschten Look irgendwie abgestimmt sein. Denn ich habe mir auch Plastidip bestellt, aber für mich persönlich ist es irgendwie, keine Ahnung, als Primer ein bisschen merkwürdig. Erstmal brauchst du halt super viele Schichten, bis das mal vernünftig aussieht. Und eigentlich irgendwie überflüssig, weil ich kann ja mit einem normalen Primer quasi eine ganz normale Schicht Grundierung auftragen und dann kann ich einfach loslegen mit der Farbe. Also warum soll ich jetzt 3 oder 4 Schichten Plastidip auftragen, damit man halbwegs mal die normale Farbe endlich mal aufbringen kann. Meine Erfahrung jetzt, die ersten 5, 6 Stücke insgesamt funktioniert zwar ganz gut, aber irgendwie gefühlt ein bisschen überflüssig. Deswegen habe ich mir nochmal einen anderen Primer erstellt, der vielleicht auch einfach seinen Job tut oder eben ganz normalen Primer, den du auch mit einem Schwamm auftragen kannst. Einen richtigen Primer zu finden ist, glaube ich, schon wichtig. Also da sollte man vielleicht am Anfang wirklich sich einmal kurz Gedanken machen, welchen man da benutzen will und nicht vielleicht einfach irgendeinen benutzen, den jetzt ein anderer in einem YouTube-Video mal benutzt hat oder so. Also so oder so kommt man scheinbar auch da nicht als Anfänger, der sich 1000 Tutorials angeguckt hat, nicht darum herum, mal ein bisschen diese ganzen Farben, Primer und Finishes zu testen. Das erste Problem, was jetzt aber schließlich beim Arbeiten kam, ist halt, dass wir hier die Pinselstriche sehen, die sind aber viel zu dick aufgetragen und die Farben mussten auch wieder 10-mal aufgetragen werden gefühlt, bevor man das halbwegs vernünftig auch sieht, die Farbe, schönes Weiß, aber ja, bis dahin war es erstmal ein weiter Weg. Hier habe ich jetzt zum Beispiel nur Primer aufgetragen erstmal, es sieht dann natürlich noch ein bisschen anders aus und es gibt auch Primer, die halt schon zum Beispiel ein schönes Weiß haben, da muss man natürlich immer gucken, dass es vielleicht schon in diese Richtung geht, dass man nachher gar nicht mehr allzu viele Schichten
Schichten von der eigentlichen Acrylfarbe zum Beispiel auftragen muss, weil die dann einfach schon die gewisse Grundfarbe haben. Weil wenn du zum Beispiel eine graue oder eine schwarze Hintergrundstruktur hast, so EVA-Schaum ist jetzt grau oder schwarz, dann kann es bei einer Schicht zum Beispiel sein, dass das durchlunst. Deswegen bleibt es wahrscheinlich sowieso nie bei einer Schicht. Aber ja, auch hier gibt es halt super viele Unterschiede scheinbar in den Farben und wie es aufgetragen wird. Und da komme ich jetzt genau zu meinem Punkt, was ich jetzt wahrscheinlich in Zukunft machen werde mit meiner Scout Trooper Rüstung, denn das ändert alles. Mein Hauptproblem am Anfang war einfach, dass man die Pinselstriche gesehen hat und selbst wenn man mit einem Schwamm arbeitet, sieht es irgendwie ein bisschen unsauber aus. Obwohl es bei der Armschiene jetzt eigentlich so gesehen in Ordnung wäre, könnte man sagen, also mit einem Schwamm zu arbeiten, das ist etwas, was mir auch relativ schnell aufgefallen ist. Das kann man, glaube ich, in Zukunft auch öfter mal machen. Aber was ich persönlich noch viel geiler finde, sind irgendwie diese Spraydosen. Also wenn ihr jetzt keine Airbrush habt oder so zum Beispiel, die Spraydosen haben einfach einen gewissen Reiz. Also ob das jetzt Plasti-Dip ist oder ne, so als Grundierung oder eine andere Grundierung, wie jetzt mein Color Primer von Army Pinter. Und im Grunde macht es auch Spaß, mit den Spraydosen zu arbeiten, weil es geht gefühlt nicht nur schneller, sondern die Farben sehen auch nach einem Mal schon viel besser aus, als wenn du es ein- oder zweimal mit einer ganz normalen Acrylfarbe aufpinselst oder mit einem Schwamm aufträgst. Das heißt, habe ich mir jetzt zum Beispiel hier von Edding so Permanent Spray rausgesucht, Premium Acryllack mit einem entsprechenden Finish, aber da kommen wir gleich noch zu. Und das ist etwas, was auch zum Beispiel nach einem Mal aufsprayen schon viel besser aussieht als drei Schichten teilweise normale Acrylfarbe mit einem Pinsel. Was lernt man daraus? Spraydosen sind geil und vor allem für die Umwelt. Man kann schon sagen, dass es mit Spraydosen auch Spaß machen kann. Ich habe mir dann einfach so einen kleinen Holzkasten gebaut, wo ich dann jetzt immer wieder sprayen kann, damit ich mir nicht die Wände draußen voll spray. Insgesamt macht es schon Bock, mit den Spraydosen zu arbeiten. Wie gesagt, auch die vor allem von Edding sind klein und handlich. Kostet dann irgendwie 7-8 Euro so eine Dose. Aber irgendwie egal, was du für eine Acrylfarbe, für einen Finish oder für eine Grundierung nimmst, irgendwie vom Preis her tut sich da alles auch nicht viel. So eine Tüte Plasti-Dip hier kostet auch irgendwie gefühlt 15 Euro, fast 20 Euro. Und so ein Primer irgendwie von Army Painter kostet auch schon wieder 10 Euro. Und was ja auch viele nutzen, sind halt diese Finishes von Lucas. Die kosten ja auch genauso viel Geld. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Finish ist natürlich jetzt wieder ein richtig spannendes Thema eigentlich, weil gerade die Trooper-Rüstung, die sollen ja eigentlich auch glänzen. Das heißt also, zum Beispiel hatte ich diesen Sprühfilm von Lucas bestellt. Seidig, glänzend, schön. Aber irgendwie gefällt mir das noch nicht so ganz, weil das halt nicht genug glänzt. Und diese imperialen Rüstungen, die man so kennt, die sind ja eigentlich auf Hochglanz. Also die müssen schon von ihrer Grundform einmal richtig schön polished sein. Das Problem ist, dass du es mit einem seidenglänzenden Finish nicht hinbekommst. Deswegen brauchst du eigentlich schon ein Klarlack glänzend, damit es ein bisschen mehr nach Scout Trooper, Stormtrooper Rüstung aussieht. Was hat man gelernt auch beim Furnace? Einen schönen Sprühfilm oder ein anderes Finish würde ich immer benutzen, auch als Schutz, damit das auch dann vielleicht nochmal irgendwie abwaschen kannst, wenn sonst was ist oder so, dass nicht gleich die Farbe mit abwäscht. Und auch hier fiel die Wahl auf Edding, weil der Klarlack glänzend macht einen sehr soliden Eindruck, was man hier zum Beispiel bei diesem Stück hier sehen kann. Also es glänzt jetzt schon schön, wenn man da mal ein bisschen Sonnenlicht gegenhält. Es ist jetzt auch nur eine Schicht. Vielleicht werde ich dann nochmal eine zweite auftragen. Und dann könnte man hier auch vielleicht das genauso aufbauen. Was könnte man jetzt Einsteiger noch mit auf den Weg geben, was ich jetzt als Einsteiger direkt gelernt habe? Macht es euch am Anfang nicht zu schwer, denn so oder so wird es ein schwerer Prozess, alles zu erlernen. Denn viele handwerkliche Tätigkeiten, zum Beispiel das Schleifen oder das Dremeln oder auch das Föhnen mit dem Heißluftföhn, das muss ja auch alles erstmal gelernt werden. Deswegen macht es mit den Patterns euch vielleicht nicht zu schwer, dass ihr da mal guckt, weil wie mit dem 3D-Druck, es gibt ja fast alles heutzutage schon für einen 3D-Drucker und genauso ist es auch für EVA-Schaum, also es gibt für alles schon Patterns, die man direkt kaufen kann oder auch kostenlos teilweise bekommen kann und das reicht dann teilweise schon. Und dann müsst ihr nicht unbedingt selber diese Patterns erstellen. Macht euch einmal kurz Gedanken, wie hart soll eure Rüstung sein oder wie qualitativ soll es nachher sein, wenn ihr dann zum EVA-Schaum zum Beispiel kommt. Das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich, dass wir uns vorab einmal Gedanken machen, welche Primer nehmen wir, damit die Farben so gut aufgetragen werden können, wie wir es gern wollen. Welche Farben nutzen wir, welche Acrylfarben, wie will ich die auftragen, will ich jetzt mit der Airbrush arbeiten, was natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Schritt ist am Anfang, der vielleicht nicht unbedingt einfach ist. Und wie wollt ihr das ganze Ding abschließen? Denn abschließen müsst ihr das so oder so. Ihr könnt ja nicht Acrylfarbe draußen rumlaufen, wo kein Finish drauf ist. Das sieht nicht nur unvollständig aus, sondern wie gesagt, es fehlt auch einfach der Schutz. Macht euch am Anfang nicht zu viele Gedanken, denn wie gesagt, mit den einzelnen Sachen, wie mit dem Schneiden und mit dem Dremeln und mit dem Föhnen, habt ihr sowieso schon genug zu tun. Und am Anfang wird auch viel schief gehen, viel für was ihr produziert. Aber ist ja auch nicht schlimm, weil es ja ein einziger Lernprozess ist. Leider kann man nicht immer darauf bauen, was andere sagen oder was andere nutzen. Man muss schlussendlich auch immer selber dann gucken, dass man das findet, was man mag, was für einen selber gut aussieht und was für die eigenen Ansprüche eben das Richtige ist. Ich hoffe, euch hat das kleine Einstiegsvideo gefallen. Falls ihr noch mehr Videos wollt,
wo ich euch meinen Progress zeige. Sagt Bescheid. Wenn ihr ein paar schöne Tipps habt für mich, dann schreibt es in die Kommentare. Und nicht vergessen, abonnieren und glücklich werden.